Dann also herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wie schon im Titel zu sehen ist, geht es um ein paar frei zugängliche und leicht handhabbare Tools und um das wissenschaftliche Schreiben in Englisch. Und dazu hätten wir als erstes mal eine kleine Umfrage. Genau, die Frage wäre, welche KI-Tools nutzen Sie bereits zum wissenschaftlichen Schreiben oder haben Sie bereits genutzt? Einfach nur ganz kurz, ist für uns auch einfach interessant, wie bekannt diese Tools schon sind. Genau, und wenn es noch weitere Erfahrungen mit Tools gibt, die zum Schreiben insbesondere genutzt werden, genau, interessiert es uns auch einfach, was noch so im Umlauf ist, weil das ist ein laufendes Projekt, das wird noch weitergehen. Und wir zeigen heute nur ein paar erste Ergebnisse. Okay. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Abstimmung. Und die Ergebnisse sollten auch sichtbar werden. Sind wir auf Abstimmung? Ist sichtbar? Ja, okay. Ja, interessant. Also die Zuhörerschaft hier ist wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Grund da, sondern ist halt schon mit einigen dieser Tools auch vertraut. Genau, also durch das Erscheinen dieser frei zugänglichen KI-Tools haben sich natürlich sehr viele Chancen ergeben in allen Disziplinen, die irgendwie mit Informationen zu tun haben, also Informationen verarbeiten oder generieren, wie zum Beispiel die Wissenschaft. Deshalb haben wir eine kleine Pilotstudie durchgeführt, auch einfach damit unsere Studierenden und auch Forschenden Informationen bekommen zu bestimmten Einsatzmöglichkeiten der Tools und informiert und verantwortungsbewusst und auch reflektiert damit umgehen können. Im Zusammenhang mit wissenschaftlichem Schreiben, also insbesondere dem Verfassen von Hausarbeiten zum Beispiel, gibt es natürlich sehr viele Verlockungen, also bis hin zum Schreiben lassen kompletter Hausarbeiten. Vieles davon haben wir probiert, haben die Ergebnisse gesehen und würden nicht unbedingt zuraten, das unreflektiert zu versuchen. Aber heute wollen wir auf eine Einsatzmöglichkeit eingehen, wo man diesen Allrounder ChatGPT für Korrektur nutzen kann und auch andere Schreibtools, also die speziell dafür gedacht sind, zum Beispiel DeepL Write und Grammarly, die ja auch einigen offenbar schon bekannt sind. Und wir evaluieren diese einmal aus sprachwissenschaftlicher Perspektive, also aus unserer spezifischen fachlichen Kultur, einfach um Leuten halt ein bisschen Bewusstsein und Souveränität über die Stärken und Schwächen dieser Tools zu vermitteln. Genau. Und entstanden ist diese kleine Pilotierung ursprünglich aus einem sprachwissenschaftlichen Seminar, in dem wir bis zum Erscheinen von gerade ChatGPT den Fokus eigentlich alleine und man kann fast sagen unhinterfragt auf die Vermittlung einer wichtigen fachspezifischen methodischen Kompetenz, nämlich der Corpus Literacy, gelegt haben. Corpus Literacy ist die Nutzung von großen digitalen Textdatenbanken und ist eigentlich mit das Handwerkszeug der Sprachwissenschaft, so wie wir sie heute kennen, ohne das Grundlagenforschung und auch angewandte Linguistik gar nicht mehr denkbar wären. Seit mehr als 20 Jahren wird das Verwenden von Corpora auch dezidiert zur Professionalisierung von Englischlehrkräften empfohlen, unter anderem um selbstständig sprachliche Zweifelsfälle bei Korrekturaufgaben zu verwenden. Aber diese Idee hat bisher nur begrenzten Anklang gefunden, vor allem vermutlich, weil der Erwerb von Corpus Literacy hohe kognitive und methodische Anforderungen an die NutzerInnen stellt, was auch das Feedback unseres 15-wöchigen Seminars immer recht deutlich darstellt. Und dann hat sich für uns mit dem Erscheinen von KI-Tools die Frage gestellt, ob diese anspruchsvolle Kompetenz heute angesichts der Verfügbarkeit von ChatGPT und Co. überhaupt noch notwendig und zeitgemäß ist. Denn LLMs, Large Language Models, basieren auch auf riesigen Datenmengen, wenn auch weitaus größer als Corpora. Und diese sind die Basis für viele KI-Tools, deren Anwendung wir hier heute testen wollen.
Zum Beispiel ChatGPT ist sehr leicht, dialogisch in natürlicher Sprache zu steuern und bietet vielseitige Anwendungen, vom Brainstorming über die Strukturierung von Argumenten bis hin dann zur formalen Redaktion von Publikationen. Und eine recht bekannte Funktion ist dabei auch die Korrektur von selbstverfassten Texten, zum Beispiel in der Fremdsprache Englisch. Andere spezifische Tools wie Grammarly und DeepLwrite basieren ebenfalls auf Large Language Models. Die kann man jetzt nicht dialogisch steuern, aber eignen sich auch sehr gut zur komfortablen Textkorrektur. Englisch ist die Lingua Franca der Wissenschaft und Nicht-MuttersprachlerInnen sind häufig im Nachteil bezüglich der Rezeption und Produktion englischer Texte. Hier könnte KI quasi als Wundermittel erscheinen, um das eigene wissenschaftliche Schreiben zu verbessern, die mangelnde Sprachkompetenz auszugleichen und mit der internationalen Konkurrenz auch mitzuhalten. Somit könnte man davon ausgehen, dass KI-Tools Schranken abbauen und Chancengleichheit in der Wissenschaft fördern können. Das Ziel dieses Beitrags ist es jetzt, die Vorteile und die Grenzen von Large Language Models bei der Textkorrektur systematisch und sprachwissenschaftlich fundiert zu evaluieren. Und auch Ihnen möchten wir anhand eines Beispieltextes die Anwendung von Corpora und KI-Tools zu Korrekturzwecken einmal exemplarisch vorstellen. Den verwendeten Beispieltext sehen Sie hier und dieser stellt einen von Studierenden verfassten wissenschaftlichen Aufsatz dar. Bewusst eingebaut haben wir hier 15 typische Lernerfehler, die Sie auf dieser Folie sehen können. Unter Fehler verstehen wir hier jetzt nicht präskriptive Fehler, sondern unbeabsichtigte Normabweichungen, also Ausdrucksweisen, die man in seinem eigenen Text nicht gerne haben möchte. Als Messlatte haben wir dafür den Sprachgebrauch angelegt, der bei MuttersprachlerInnen des Englischen üblich ist. Und der Fokus liegt auf wissenschaftlichen Texten und dem akademischen Register, das unsere Studierenden erlernen sollen. Empirische Evidenz kann mit einem beträchtlichen Maß an linguistischem Know-how aus den eben schon eingeführten Corpora gewonnen werden. Und exemplarisch möchten wir an dieser Stelle einmal einzelne Stellen genauer anschauen. Genau, dazu benutzen wir die Corpus-Plattform englishcorpora.org, die den Vorteil hat, dass sie frei im Netz für jedermann zugänglich ist. Jeder darf 20 Suchen pro Tag durchführen. Und wer daran genauer interessiert sein sollte, vielleicht bekommt am Ende nochmal genauere Hinweise mit einer Anleitung, wie man das benutzt. Genau. Ich zeige jetzt einfach drei Beispiele aus diesem Text, allesamt aus dem dritten und letzten Satz, wo wir die Corpora verwenden, um zu zeigen, was im englischen Sprachgebrauch halt üblich ist, was nicht. Das erste Beispiel ist Stark Tendency. Das ist zum Beispiel ein Fehler, der auftreten könnte als Übersetzung von Deutsch, eine starke Tendenz, ist aber vermutlich im Englischen nicht so gut etabliert. Also es ist vielleicht so eine Art false friend. Wir sind hier im Bereich Kollokationen. Kollokationen sind Wortkombinationen, die häufiger vorkommen, als auf Basis der Einzelhäufigkeit der Wörter statistisch zu erwarten wäre. Und im Entdecken von solchen Kollokationen ist Corpus Software halt besonders gut. Da zeigen wir mal kurz ein Beispiel, wie das aussehen kann. Wir machen also eine Suche auf diesem Interface im sogenannten Collocats-Modus. Wir suchen nach Adjektiven, die häufig mit Tendency kombiniert werden und Tendency vorausgehen, müssen aber dann natürlich schauen, dass wir auch Adjektive finden, die die gewünschte Bedeutung haben. Und da bietet sich das Adjektiv strong an. Also strong Tendency ist sehr häufig vertreten. Wenn man die ganze Liste durchschaut, findet man Stark Tendency nicht mal unter den Top 1000. Also das geht eigentlich nicht im Englischen. Ein weiteres Beispiel ist die Konstruktion, die von Tendency abhängen kann. Da haben wir im Deutschen eigentlich immer nur Infinitive, die Tendenz, etwas zu tun. Im Englischen gibt es aber auch diese Gerundien und für Nicht-Muttersprachler ist immer schwer zu wissen, nach welchem Ausdruck brauche ich einen Gerund, nach welchem brauche ich den Infinitiv. Die Frage ist, diese Konstruktion hier richtig? The tendency of judging, grammar, klingt gut. Aber wir schauen auch wieder einmal im Corpus nach und führen eine List-Suche durch, suchen einfach nach dem Wort tendency, gefolgt von einer Wildcard, das könnte also off oder to sein, und dann einen Platzhalter für alle Verben und sehen ganz eindeutig, es gibt quasi nur to-infinitive, also auch die tendency of judging ist nicht korrekt. Dann noch als drittes Beispiel, im Englischen ist ein bisschen der Sonderfall, dass es ja das britische und das amerikanische Englisch gibt. Manchmal ist es Schreibenden freigestellt, welche Standardvarietät man benutzen möchte. Manchmal gibt es aber auch Vorgaben vom Stylesheet, vom Herausgeber, vom Verlag. Und gehighlightet haben wir hier das Beispiel Percent, das zusammengeschrieben ist. Das ist die amerikanische Schreibung. Wir können uns das auch im Corpus anschauen.
Wir suchen im Corpus of Contemporary American English die Häufigkeit von Percent als ein Wort geschrieben, sehen relativ schnell eine sehr hohe Frequenz, klicken dann eben um aufs britische Englisch, sehen, dass da die Frequenz von Percent viel geringer ist, suchen Percent dann nochmal als zwei Wörter, sehen wiederum eine sehr hohe Frequenz und klicken nochmal zurück ins amerikanische Englisch, wo die Frequenz niedriger ist. Also kann man sagen, im britischen wird Percent getrennt geschrieben, im amerikanischen wird es zusammengeschrieben und die Tendenz ist relativ klar, alles andere wäre tatsächlich eine Normabweichung. So, wenn man nun statt einem Korpus zum Beispiel ChatGPT als Korrekturhilfe verwenden möchte, dann braucht man zuerst einen guten Prompt, der ChatGPT möglichst detailliert instruiert. Den können Sie hier auf der Folie sehen. Wir haben bewusst das Verb to correct verwendet, da wir nur wirkliche Korrekturen, aber keine unnötigen Umformulierungen im Output wollten. Dann haben wir zudem einen Kontext geschaffen, in dem ChatGPT den Satz verorten soll, also ein im britischen Englisch von einem Studierenden formulierter Text, der sich an eine akademisch gebildete Leserschaft richtet. Als nächstes kann man dann den zu korrigierenden Text in den Chat eingeben. Und ChatGPT besitzt ein spezielles Feature. Also der Output, der danach kommt mit den Korrekturen, kann beliebig oft neu regeneriert werden, die Regenerate-Function hier unten. Das Sprachmodell von ChatGPT basiert nämlich auf Wahrscheinlichkeiten, wählt aber nicht immer die häufigste Möglichkeit, sondern variiert zwischen verschiedenen Top-Platzierten. Also ähnlich wie in der Korpussuche eben, hat man ja auch gesehen, dass zwar Strong Tendency sehr weit oben steht, aber auch General Tendency häufig vorkommt. Diese Funktion haben wir uns zunutze gemacht, um eine Häufigkeitsverteilung der Änderungen zu ermitteln. Wir schauen uns nun wieder einige Änderungsvorschläge im letzten Satz genauer an. Also wir starten hier auch mit einem Versuch von ChatGPT in der 3.5-Version. Hier kann man recht schön sehen, also Stark Tendency wird adäquat zu Strong Tendency geändert. Die von Tendency abhängige Konstruktion wird ebenfalls angemessen verbessert. Nicht erkannt dagegen wird die typische amerikanische Zusammenschreibung von Percent, die im britischen Standard eigentlich getrennt geschrieben würde. Die anderen Tools, die bei Write und Grammarly, Entschuldigung, liefern konsistent ein unverändert reproduzierbares Ergebnis. Das Formulieren eines Prompts ist hier also nicht notwendig. Stattdessen können aber verschiedene Einstellungen vorgenommen werden. Hier haben wir uns für das britische Englisch entschieden, bei Grammarly mit einem formellen akademischen Stil, bei DeepL Write mit einem neutralen Stil, um zu viele Umformulierungen zu vermeiden. DeepL Write hat hier das Adjektiv stark for tendency adäquat korrigiert, genauso wie die von tendency abhängige Konstruktion. Und auch die Schreibung von Percent wurde hier erkannt. Grammarly hat Stark Tendency übersehen, aber die anderen beiden Fehler wurden adäquat korrigiert, wie man hier sehen kann. Jetzt ist vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen aufgefallen, dass die Tools zusätzlich weitere Änderungen vorgenommen haben. Also ChatGPT ersetzt zum Beispiel Right or Wrong durch Correct or Incorrect und schlägt statt der Formulierung a scale of 0 to 100 a scale from 0 to 100 vor. Dann haben wir uns natürlich gefragt, was ist von diesen Änderungen zu halten? Haben das auch wieder im Korpus nachgeschaut? Also gibt es wirklich einen triftigen Grund, right or wrong zu vermeiden und durch correct or incorrect zu ersetzen? Möglicherweise wirkt es recht informell, right or wrong zu schreiben und correct or incorrect würde hier besser passen. Daraufhin haben wir uns die Häufigkeit des Ausdrucks in verschiedenen Textgenres einmal angeschaut. Correct or incorrect ist tatsächlich, wie Sie vorhin gerade gesehen haben, mit über der Hälfte aller Treffer im wissenschaftlichen Genre überrepräsentiert. Right or wrong ist aber nicht nur insgesamt, sondern auch in wissenschaftlichen Texten mit insgesamt 189 Treffern noch gängiger. Hier hat ChatGPT also nur eine Variante vorgeschlagen. Dann als nächstes die Präposition im Ausdruck on a scale of 0 to 100% wurde ja geändert zu on a scale from 0 to 100%, was vielleicht zunächst einmal recht plausibel erscheint. Diesen Ausdruck haben wir im Korpus einmal nachgebaut. Und wenn wir das einmal gucken, hier haben wir die Konstruktion, dann sieht man, dass überraschenderweise das ursprüngliche a scale of zur Angabe eines Wertebereichs tatsächlich häufiger ist als a scale from. Die Korrektur ist also ebenfalls überflüssig, aber sie wäre zumindest nicht falsch. Insgesamt lässt sich sagen, dass keins der Tools bei der Korrekturaufgabe zusätzliche Fehler eingebaut hat und sich damit disqualifiziert hat. Was wir hiermit zeigen wollten, ist, dass von allen drei Tools nicht nur ernstzunehmende Fehler korrigiert wurden,
sondern auch Ausdrucksweisen, die aus linguistischer Sicht lediglich alternative Formulierungsvarianten sind. Diese 13 vorgeschlagenen Varianten finden Sie hier in Blau. Und das trotz einer klar auf Fehlerkorrektur abzielenden Aufgabenstellung ist das nicht selten mehr als nötig geändert worden. Genau, nun zu den Ergebnissen. Ja, also wie schon eben erwähnt, ist ja in ChatGPT ein zusätzlicher absichtlich eingebauter Fehlerfaktor, Zufallsfaktor müsste man sagen, enthalten, sodass ChatGPT immer wieder etwas andere Korrekturen produziert. Deshalb haben wir für ChatGPT 3.5 und 4 systematisch evaluiert, indem wir jeweils 100 Durchläufe gemacht haben. Und die stellen wir gegenüber mit nur 2 Durchläufen für Grammarly und DeepL-Write, also jeweils einem fürs britische Englisch als Zielvarietät und einem fürs amerikanische Englisch. Und schauen uns hier mal kurz die Ergebnisse im Überblick an. Wir sehen, dass alle Tools zumindest die Hälfte der echten Fehler gefunden haben. Wir sehen auch, dass ChatGPT 4 zuverlässiger ist als GPT 3.5. Den Top-Wert in Sachen Fehlerkorrektur erreicht DeepL-Write, also der Testsieger sozusagen. Man sieht aber auch, dass DeepL-Write sich gleichzeitig die größten Freiheiten nimmt bei nicht notwendigen Änderungen. Also insgesamt scheint der Anteil verbesserter Fehler umgekehrt mit der Zahl der überflüssigen Änderungen zu korrelieren. Da sieht man die Korrelation nochmal, also eine negative Korrelation scheinbar. Die Ergebnisse können wir uns auch noch nach den 15, also die 15 Fehler nochmal nach Fehlerkategorien oder Problemfeldern sortiert anschauen. Da haben wir noch ein paar Überraschungen erlebt, können auch noch nicht alles so ganz erklären und werden einfach noch weitere Tests durchführen. Die sprachlichen Problemfelder sind jeweils durch 2 bis 3 oder 4 Beispiele repräsentiert. Die Problemfelder sehen Sie hier. 3 der Beispiele haben wir ja auch schon etwas genauer angeschaut. Also das wären 3 Beispiele, die wirklich auch als Fehler zu werten wären. Im Überblick der Ergebnisse sieht man, dass Grammatikfehler von ChatGPT 3.5 und 4 relativ gut korrigiert wurden, dass verwechselbare Wörter im Allgemeinen auch erkannt wurden. Interessanterweise war ChatGPT 4 beim Erkennen von differentiate als Verwechslung mit differ gar nicht mal so gut. Bei informellen Ausdrücken in einem wissenschaftlichen Text waren die Ergebnisse, gemischt. Also auffällig war, dass die Kontraktion vers, die man in wissenschaftlichen Texten eigentlich noch nicht so etabliert hat, relativ schwach korrigiert wurde. Auch nicht so erfolgreich waren die Korrekturen von Präpositionen, also auch insbesondere Research About wurde von ChatGPT 3.5 fast nie korrigiert. Und als letzte Kategorie Kollokationen, das sind ja eigentlich diese, in denen Sprachmodelle besonders stark sind oder sein müssten, wurden gar nicht mal so gut erkannt, aber in diesem Fall von GPT 4 besser als von 3.5. Dann haben wir noch diese Sonderfälle mit den Zielvarietäten britisches Englisch. Da sieht man, dass die Ergebnisse von DeepL im Britischen nicht gut waren. Das Amerikanische als Zielvarietät funktioniert besser. Interessant ist auch, dass die 3.5-Version, also die Gratis-Version im Netz, erfolgreicher war als die bezahlte Version 4. Genau, und dann nehmen wir als nächstes noch die Ergebnisse von Grammarly und DeepL-Write dazu. Die sind jetzt wiederum binär, weil es keinen Zufallsfaktor gibt in den Ergebnissen. Da sehen wir bei Grammarly, knapp über die Hälfte der Fehler wurden richtig korrigiert, aber ein sehr gemischtes Bild, insbesondere bei Wortverwechslungen hier und auch bei den Kollokationen hat Grammarly nicht sehr gut abgeschnitten. DeepL-Write, unser Testsieger dagegen, hatte die beste Korrekturleistung. Das Einzige, was nicht so, wie wir es gewollt hätten, korrigiert wurde, war diese Kontraktion theirs. Da hätten wir gerne there is gesehen. So, mit kurzem Blick auf die Zeit fasse ich mich ein bisschen kürzer bei der Diskussion, aber ganz überspringen möchte ich die doch trotzdem nicht. Von der Verwendung von KI-Tools möchten wir jetzt, nachdem wir diese ganz unsere Ergebnisse geteilt haben, keineswegs abraten. Auch sowohl in unserem Seminar als auch in diesem Beitrag befürworten wir eine souveräne, kritisch informierte Nutzung.
KI-Tools korrigieren bei einer zielgerichteten Verwendung viele Fehler, übersehen vielleicht auch einige, aber produzieren äußerst selten zusätzliche, gerade für die englische Sprache. Wenn eine Restunsicherheit akzeptabel ist, dann können Sie die Textqualität signifikant verbessern und die NutzerInnen im Sinne eines Computational Offloading entlasten. Die leichte Nutzung durch linguistische Laien ist auf jeden Fall hervorzuheben und unerwünschte KI-Effekte wie Halluzinationen sind bei derart engen Prompts eigentlich praktisch ausgeschlossen. Wichtig ist aber trotzdem zu sagen, dass die Artificial Intelligence, wenn es um die zuverlässige Unterscheidung gerade von richtig und falsch geht, sowie dazwischenliegende Abstufungen von einer Natural Intelligence geleitet werden soll. Mithilfe korpuslinguistischer Methoden haben wir gezeigt, dass KI-Tools oft weitergehende Änderungen vorschlagen, die NutzerInnen unnötig verunsichern könnten. Das heißt, ohne ein kritisches Bewusstsein über die Grenzen der KI könnte man zu dem falschen Schluss kommen, dass ein überflüssigerweise korrigierter Ausdruck tatsächlich korrekturbedürftig gewesen wäre und diesen fortan vermeiden. Deswegen ein gesundes Misstrauen gegenüber KI-Tools ist trotzdem aus unserer Sicht das Wichtigste. Ziel unseres Seminars war es, angehenden Sprachexpertinnen Vertrauen in ihre fachliche Methodenkompetenz zu vermitteln, ausreichende Routine in ihrer Anwendung mitzugeben und die Schlüsselfunktion der Corpus Literacy vor Augen zu führen. Also auf selbstständiger, nicht durch LLMs vermittelter Sprachdatenanalyse beruhende professionelle Urteilsfähigkeit. Corpora liefern eindeutig reproduzierbare Evidenz, die belastbare Entscheidungen erlaubt. Und eine souveräne Corpus Literacy ist allerdings nicht ohne intensives Training zu erreichen. So, abschließend möchte ich sagen, dass die Stärken und Schwächen der natürlichen und der künstlichen Intelligenz in einem Spannungsverhältnis stehen, dass wir aus sprachwissenschaftlicher Sicht, wie auch viele, dass uns in der Sprachwissenschaft wie auch viele andere Disziplinen sowohl vor inhaltliche als auch hochschuldidaktische Herausforderungen stellt. Exemplarisch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive haben wir nun zeigen wollen, wie eine sinnvolle Aufgabenteilung und eine gewinnbringende Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen beiden aussehen kann. Die Sicherheit in der Wissenschaftssprache Englisch gewinnen möchten wir die digitalisierte Version unseres Seminars Core Plus empfehlen, das Sie hinter diesem QR-Code finden. Das Lernpaket wird aktuell durch die Stiftung Innovation in der Hochschullehre im Rahmen des Bamberger DICOLE-Projekts gefördert. Ja, und dann bleibt von uns nur noch zu sagen, herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit, für Ihre Aufmerksamkeit und danke auch an unsere KI-Tutorin Lisa Steinmetz. Und wenn Sie hinterher noch Fragen haben, gerne jetzt direkt oder dann auch am Netzwerktisch, an dem wir dann hinterher zu finden sind.